Hangouts. Rufst du an? Soll ich anrufen? Ein anerkannter Name, ne? Matt Eagle. Das ist so nervig hier mit diesem kleinen Mikrofon. So lassen. Das ist gut, so finde ich toll. So? Ja, das ist klasse, das ist mega. Du bist ein Naturtalent, was Ansehen ausgeht. Das, muss das jetzt, es ist schon klar, dass ich das jetzt die ganze Zeit halten muss. Ja. Wie halten? Du musst es doch nicht halten die ganze Zeit. Doch, ich habe keine Halterung, Digga. Das iPad Pro ist größer wie das andere iPad. Das, kauf dir nicht so viel Apple. Das ist tragisch mit dir. Ja, siehst du? Endlich mal einer, der mich versteht. Ja, weghauen nicht, dafür ist es zu teuer, aber auf jeden Fall verkaufen an Leute, die weniger intelligent sind. So, das Typ ist auf jeden Fall an. Sepp. Ja, Seppi ist Moderator. Schigi ist am Start. Ja, ist, nö. Also Maximum 30 Sekunden. Ja, nicht, dass hier jemand Stream sniped, ne? Also. Lynch, kannst du dein Mic noch ausmachen bei Hangouts bei dir? Kann ich machen. Ja, so ist top, danke schön. Ihr gibt das Zeichen. Also ich kann nur sagen, von meiner Seite her ist alles bereit für das, was hier ansteht. Und was ihr vorhabt, das werden wir gleich klären. Wir haben aber laut Zeitplan haben wir ja eh noch ein bisschen Schwurbel-die-Du-Zeit, 5 Minuten. Also da kann sich jeder nochmal, kann nochmal Lulu gehen oder was auch immer, keine Ahnung. Siehst du, sowas ist wichtig. Siehst du? Ich fühle. Ja. Hättest du mir doch was geschickt? Ich kann noch alles einspielen. Achso. Dass hier nicht irgendwas unter die Gürtellinie geht oder so. Hast du? Also den Link meine ich jetzt. Danke. Blöde Mark. Ja, alles gut. Also das heißt, Pappenheimer. Ich kann jetzt von deinen Mods getimeoutet werden, sozusagen, wenn ich unter die Gürtellinie gehe. Okay, gut zu wissen. So, ich habe euch jetzt auch entmutet. Jetzt kann jeder euch hören. Ja, Tetra. Ja, alle hört ihr, das ist doch richtig, weil nur Aramedia in dem sprechen. Ach, ihr wisst doch, ich muss euch doch nicht erklären, dass ich jetzt hier gemutet habe. Verdammte Scheiße nochmal. Also, jetzt sind alle entmutet, alle sind zu hören hier. Ja, was sagte die Uhr? Wir wollen pünktlich anfangen. Oh ja, ich wir haben noch 4 Minuten. Ja, wir haben wird vielleicht eine Minute drüber, aber ich bin gleich da. Ach so. Ah, okay. So. Ja. Okay, das hat er aber kind. Ach, da ist das Kind.
Gott, oh Gott, oh Gott, 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 hab ich froh, dass ich nur eine Katze hab, nicht. Du hast nicht mal eine Katze. Ich hab nicht meine Katze. Ausspinnen. Ich bin mit der Konsole verheiratet hier, wie es sich gehört. Naja. Mit die PlayStation. Was ist das hier? Warum ist denn meine. Was ist denn das hier schon wieder? Laura, ich habe die Pizza um 20 vorbestellt. Danke dir, Schatz. Genau 20 Minuten. Klasse. Super, ich möchte bitte keinen Käse. Doppelkäse. Käse. Hallo. So. Dann so Test. Test. Dies ist ein Sprachtest. Enila, Enila, okay. Schon lange nicht mehr gehört. Ja, Musik. Lynch wird ein bisschen anfangen zu singen, weil GEMA-freie Musik haben wir jetzt nicht und Copyright-Music wollen wir im TMA-Stream natürlich nicht spielen, da die sonst im Hintergrund irgendwann gemutet wird bei der Aufnahme. Deshalb, Lynch, dein Part. Ja, ich würde sagen, wir knallen den Vorspann rein und starten. Ist Petra denn schon wieder da? Ja, was heißt schon wieder? Ich renne noch in meiner Wohnung. Oder? Ach, schön. So. Absenta schreibt, grüßt mich mal. Hallo Absenta, schöne Grüße. Hallo Absenta, schöne Grüße. Carboni grüßt seine Freunde und seine Mama. Sehr schön. Grüße gehen raus an Carbonis Mama auf alle Fälle. Kleines Augenzwinkern. Ich weiß aber, Mutter ohne Brust sozusagen. Wir wissen ja, wen er hier meint. Ich dachte jetzt, er grüßt wirklich seine Mama. Nee, er grüßt seine TMA-Mama, glaube ich. Ah, okay. So. Enila, ja, na klar, sobald wir hier starten, können auch die Zuschauer Fragen stellen. Da haben wir sogar extra einen Kollegen, nämlich der DJ himself, der so ein bisschen guckt, was die Zuschauer fragen. Der wieder nur guckt, der nicht reden will. Doch, ich war noch kurz mal. Ja. Ihr wisst schon. Ihr wisst schon? So, ihr wisst schon. Und? So, aber. Hm? Können wir? Ja, alles ja. Gut, ja. Gut, Lynch, was mit deinem Tablet, Junge? Hast du es gedreht? Ich hab mal gedreht, dann kann ich es besser festhalten. Ich hoffe, das ist so. Okay. Kannst du es nicht irgendwo gegenstellen? Das kann nicht so schlimm sein. Nein, kann ich nicht. Ich wohne hier, ne? Spartanisch. Hier nicht viel. Alles klar. Spartanisch. Dann, Trailer geht so. Los. Also, bis gleich. One Burst, der Community Talk. Der Talk von TMA eSport. Von der Community für die Community. Knallharte Recherchen und eiskalt gestellte Fragen. Themen, die bewegen und die neuesten News der Szene. Die Welt des E-Sports. Nur bei One Burst. Hallo, schönen guten Abend bei einer neuen Folge. Nicht Rainbow Six Siege, nein, heute auf dem TMA-Kanal. Ich grüße alle Zuschauer und ich grüße noch vor allem 7 andere Leute in der Party. Das Ding hier ist knüppeldicke voll und vollgepackt mit richtiger Prominenz, inklusive dem Opa. Und der Opa sagt uns mal, was wir heute eigentlich machen. Genau, wir haben die erste Folge von One Burst, dem Community Talk von euch, für euch, für uns alle und ins Leben gerufen von TMA eSports mit ein bisschen Schützenhilfe von uns, von Mauti Gaming. Und ihr habt es ja vielleicht schon in den Gruppen gehört, wir fangen heute an mit der ersten Folge, 60 Minuten knallhart recherchierte Fragen und das Thema heute ist Kuvadis, deutsche PS4 Community. Kuvadis ist griechisch, hätte ich fast gesagt, lateinisch und heißt, wohin gehst du? Und ja, Pope hat es angedroht. Wir haben hochkarätige Gäste eingeladen, beziehungsweise TMA eSport. Einmal die Pope, einmal den Lynch und natürlich jetzt hier die richtig wichtigen Leute. Und wen haben wir denn dabei, Pope? Wir stellen einfach mal die Leute vor, oder? Dann würde ich mal sagen, ich fange einfach der Liste der Party nach an. Und zwar ist das der gute Chio, oder wie er auch in Fachkreisen genannt wird, Chiumpf.
Ja? Der gute Tio ist Clan-Leader bei Taube eSport, hat schon für mehrere Events jetzt mittlerweile gesorgt mit seinem Clan, hat er also auch ein bisschen Erfahrung, ist mit seinem Clan auch viel in den einzelnen Ligen vertreten. Vertritt so ein bisschen das Statement, was er uns geschrieben hat, egal ob groß, ob klein, dass die ganze Community sich untereinander ein bisschen unterstützen sollte und dass es halt auch dadurch für alle vorangeht. Ja. Genau. Und neben ihm sitzt wahrscheinlich tausende Kilometer weiter der Eagletix. Und der Eagletix ist der Co-Leader, Mitglieder, Mitveranstalter von Mercury Esports, Multi-Gaming-Clan, jetzt auch bei Rainbow Six Siege aktiv und natürlich auch bei COD. Und ja, ich sage herzlich willkommen. Und neben ihm, ich mache nämlich gleich direkt weiter, sitzt weiterer Clan-Leader und zwar der Kollege Tom McBee. Und der ist von, und das muss ich wirklich ablesen, Degenerate Hardcore Junkies, das ist der Clan. Und ich glaube zu wissen, die sind ausschließlich im COD-Bereich unterwegs. Stimmt das, Tomek? Zurzeit noch, ja. Wir hatten so ein bisschen die Hoffnung, dass es vielleicht im Destiny 2 mit dem Kompetitiven auch mal in die Richtung geht, dass da Ligamist was machen. Aber bis jetzt ist da ja noch nichts passiert. Okay. Leider. Den haben wir noch, Pope. Wir sind auf alle Fälle noch dabei mit, jetzt kommt's, FreeFee4. Ich hoffe, das ist soweit richtig. Teamleiter. Okay, super. COD-Liga Head Admin der DSBL. Statement: den deutschen E-Sport voranbringen und dazu müssen auch Spieler sowie die Ligen auch ein bisschen zusammenarbeiten und zusammenhalten. Ihr könnt auch gerne noch ganz kurz was dazu sagen, damit die Zuschauer auch wesentlich einfach mal die Stimme dazu auch hören zu den Namen, weil noch sehen wir euch ja nicht. Ja, ganz einfach dazu gesagt, ich möchte einfach, dass die Ligen und Spieler miteinander arbeiten, um so ein besseres Umfeld halt zu schaffen, was welche Liga kann man machen, was interessiert die Spieler, was für Ligen bietet man an und all solche Dinge. Mhm. Okay, Mensch. Genau, die FreeFee hat einen Kollegen mitgebracht, nämlich den guten Tetrapack, äußerst bekannter Leader von Ghost Gaming und auch Admin bei Rainbow Six Siege und auch von der deutschen E-Sport Bundesliga DSBL hier am Start, also Doppelpack hier heute bei der DSBL. Und zu guter Letzt haben wir den DJ AK85, Leader von TMA E-Sport, und der hat das Statement: die deutsche Community braucht ein Wir-Gefühl, die Gamer ein besseres Verständnis und die Ligen müssen ihr Potenzial nutzen. Darüber werden wir reden, mit uns allen zusammen, 60 Minuten. Ihr dürft in den Chat eure Fragen stellen, wir können mit euch reden. Und ich würde mal so generell die große Frage, die erste Frage an alle stellen. Wo steht denn die deutsche PS4-Community gerade, speziell jetzt mal in den Spielen Rainbow Six Siege und COD? Wenn ich da mal die Frage direkt mal eigentlich mal an den DJ stellen kann, möchte, darf. So war nett, dass du an mich gleich weiterleitest. ich finde, wir trampeln seit einigen Jahren auf der Stelle rum. Das sage ich jetzt einfach mal so, weil jeder kennt noch die PlayStation-Liga-Zeit, alle kennen die Zeit, als es zu ESL rüberging. Dann ist die DSBL hochgeploppt und zwei Jahre später ist dann quasi die CL aufgeploppt. Und jetzt ja noch eine andere Liga. Und ich bin der Meinung einfach, da ist viel, viel, viel mehr Potenzial. Und wenn alle, wie ich schon gesagt habe, miteinander mehr arbeiten würden, die Ligen mehr auf die Clans und Teams zugehen, dann könnten wir auch mal nach vorne kommen. Aber das ist ein Problem, ein generelles Problem in der deutschen Szene. Das siehst du in anderen Ländern nicht so, meiner Meinung nach. Was sagt denn da die DSBL? Fragen wir doch gleich mal hier die Kollegen von der DSBL. Wie empfindet ihr das denn als aktive Ligamacher, als eine der größten Ligen hier auf der Konsole? Petra, möchtest du oder soll ich? Ich starte mal gleich mit Rainbow. Also, ich finde schon, dass wir da einen riesen Schritt gemacht haben, wenn man sich die Zahlen einmal ansieht und die Teams, die es zu Anfang gegeben hat und die jetzt stetig eigentlich gestiegen sind und weiterhin neue Teams. Ja, ich will mal sagen, jetzt wie Pilze aus dem Boden kommen eigentlich, ja, das ist jetzt nicht negativ oder so, ja. Und was für Teams vor allem da kommen, richtig starke, die sich dann ja auch weiter beweisen bei diversen anderen Cups. Also, das hat schon Riesenschritte gemacht, ja. Okay, aber, also ist die Entwicklung eher positiv zu sehen, was du jetzt sagst? Ich finde schon, ja.
In welchen Ländern meinst du, DJ? Na, im Allgemeinen die europäischen Länder um uns herum. Und was, um es noch detaillierter zu beschreiben, ist zum Beispiel, dass wir keine LAN-Events in Deutschland großartig ja, haben. Ja, das stimmt. Wenn die Teams nicht selber was organisieren würden, würde es kaum LAN-Events geben. Und das ist eben eine Sache, wo ich auch meine, dass wir auf der Stelle trampeln. Aber woran liegt es denn? Also ich meine, es ist klar, woran es liegt. Es liegt ganz klar an mangels Geld, mangels Support, mangels Masse. Weil so ein LAN-Event stemmst du nicht mal eben so. Das ist ja die Frage, aber geben wir es mal weiter einfach an Shio, wo ich weiß, dass er vielleicht da öfter mal dran ist. Ja, danke. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache, die man mal ansprechen muss. Aber ich würde erst davor noch bei dem Punkt, wo Marc angesprochen hatte, DJ, auf die Ligen und auf den aktuellen Stand zurückgreifen, damit wir da nicht irgendwas überspringen. Was auch, glaube ich, der DJ damit meint, ist die Qualität der Ligen. Wir haben teilweise, wie es für uns in der Community rüberkommt, unterschiedliche Qualitäten der Ligen, wo die eine nur auf Masse und Produkt geht, wo die andere auf die Teams eingeht, aber auch keine Regelwerke hat, wo ich jetzt natürlich dann zu den gewissen Ligen noch mal was sagen kann, wo aber dieser Competitive-Sinn, die Qualität in Deutschland noch höher zu bringen, wie man es in der PlayStation-Liga und in der ESL sieht, nicht zu 100% weiterverfolgt wird, meines Erachtens. Das ist ein ganz klares Problem, was besteht, Sinne, beispielsweise Regelwerke, wie die ausgelegt sind, um das Ganze professioneller hochzuziehen, wo man dann auch sagen kann, ey yo, sorry für meinen Wortausdruck, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Da kann man dann auch mal Geld investieren, wo man dann weiß, okay, das ist zu 100% legit, was die Jungs machen. Hier spielt keiner mit Maus und Tastatur oder was auch immer. Das sind auch, was ich sagen kann, Feedback von Sponsoren, weil wir mit denen reden. Du hast auf der PlayStation zum Beispiel nicht die 100%ige Genauigkeit zu wissen, okay, das Team ist jetzt der faire Gewinner. Oder sitzt da mit dem Kronos oder mit Maus und Tastatur, was auch immer hinter. Mhm. Und da muss ein Zeichen meines nachgesetzt werden, wo ganz klar gesagt werden muss, ey, so und so nicht. Wo man dann aber auch wieder darauf zurückführen kann, solange man keine LAN hat oder die PlayStation es nicht nachweisen kann, weiß man auch nicht wirklich, was hinter dem Gerät sitzt. Okay, und da also sind wir in so einem Teufelskreis, ganz klar, wo man sagt, wir brauchen eine LAN, aber wir brauchen auch die Qualität in den Ligen, die... Um es vorher erstmal zu begrenzen sozusagen und dann zu sagen, das ist die Sicherheit, die wir haben. OFC eSport im Chat, eine Frage haben wir gelesen, kommen wir gleich später nochmal zu. Ich würde gerne an dieser LAN-Geschichte noch ein bisschen festhalten, wenn da keiner was dagegen hat. Und zwar würde ich gerne mal an Tomek überleiten, der im COD-Bereich ja auch dicke dabei ist, glaube ich. COD-LANs sind aber im Gegensatz zu Rainbow jetzt schon öfter mal da, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da gibt es ja genug Events in dem Fall, aber auch europaweit. Jetzt mal meine Frage. Als unwissender kleiner Kommentator, wie kriegen die es halt gebacken, dass ein deutsches Team irgendwo nach Schweden oder sonst so hinfährt und da in einem nicht groß ausgestatteten Raum, ich habe mir ja mal ein LAN-Event dort angeschaut, das ist ja jetzt nicht die Mega-Olympia-Halle, ne? Das kann ja, weiß ich nicht, sag ich mal jetzt ein kleines Stockwerk sein, was ausgebaut wurde als LAN-Event, das Ding ist aber voll, voll besucht, das Ding, ja, ist aber leider nicht in Deutschland, warum? Das ist eine gute Frage. Ich denke mal eben, weil es eben daran liegt, dass die Finanzierung für manche einfach nicht stemmbar ist. Da auf der anderen Seite immer gucken, wir haben hier mit ziemlich vielen Hobbyspielern zu tun, die natürlich irgendwo gewisse Ambitionen haben, aber auf der anderen Seite auch, wie gesagt, das Ganze nicht unbedingt professionell stemmen können, beziehungsweise stemmen wollen. Und da ist halt immer die Frage der Sponsoren, inwiefern die da gewillt sind, so ein Event mit aufzuziehen und die Leute im Endeffekt beziehungsweise die Community auch da zu unterstützen. Weil ich sag's dir ganz ehrlich, wir sind ein Clan, der besteht seit 2012. Wir sind jetzt nicht großartig aufgefallen bis jetzt. Mhm. Mal schauen, ob sich das auch noch großartig ändert. Nur, wir waren jetzt dieses Jahr das erste Mal auf einer LAN dabei. Ja. Das war schon ein schönes Erlebnis, aber auch hier muss ich sagen, das war zuerst geplant zusammen mit der Liga und nachher ist es dann ein Standalone-Ding geworden.
korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, Marc. Das sind dann immer so Events, wo ich sage, das hat so ein Flair, das sind so Einzelpersonen bzw. kleinere Unternehmen, die sowas versuchen zu stemmen, aber im Endeffekt kommen da auch dann nicht ganz so viel bei rum. Okay, Lynch. Ich wollte da kurz. Ja? Also, Entschuldigung. Nee, ich wollte nur ganz kurz mal einhaken, genau, DJ, mach. ich glaube, das größte Problem ist hierbei, ist, dass der Unterschied der Teams zu krass ist. Also, wir haben eine Handvoll Teams, die wirklich so professionell unterwegs sind, dass sie Geld in die Hand nehmen, dass sie Partner und Sponsoren haben, die das auch unterstützen. Dann kommt eine ganze Zeit lang nichts und dann hast du diese Teams, die quasi auf Hobby-Ebene unterwegs sind und quasi, die spielen halt in so einer Liga mit und freuen sich, wenn sie einen dritten Platz gemacht haben. Aber Partner oder ein Sponsor, der dahinter steht und den auch noch Geld finanziert oder so, das ist dann wieder ein Problem. Dann kannst du nur auf diese Teams dazwischen hoffen, wie jetzt zum Beispiel Taube eSport, Maniac Suiciders, die dann aus eigener Hand irgendwas aufbauen oder so. Okay. Also ich glaube, das fehlt dazwischen, weil wenn du das mit dem PC-Bereich vergleichst, hast du da alles. Da hast du Hobbyspieler, da hast du mittelprofessionelle und krass professionelle, sag ich jetzt mal. Genau. Und aber ist denn der Vergleich... Ja? Ja, ist denn der Vergleich, also ich würde nochmal einen Schritt zurückgehen, der Vergleich zwischen PC und Konsole ich finde es immer komisch, dass man das macht. Ich finde, es ist, also um mal was Positives zu sagen, ich finde, es tut sich da einiges, also wenn ich da gerade sehe, was hier auch im Chat geschrieben wird hier, die Siege Masters sind am Start, das ist ein äußerst professionelles Ding, was da gerade läuft, wir hatten gerade die PSL, den Sommercup, wir haben jetzt den Wintercup, die DSBL hat jetzt wieder den Wintercup angekündigt, auch jetzt mit Sponsoren, dass es da ein bisschen Preisgeld gibt, da gibt es fast bis zu, also über 500 Euro Preisgeld, bei der DSBL. Ich finde, es tut sich was und das sind Babyschritte, wenn man es mal wieder mit anderen Ländern vergleicht, aber ich finde, es tut sich was und wir haben, glaube ich, eine Chance jetzt zusammen mehr, das ist auch eine Frage von dir, DJ, die du auch gestellt hast im Vorfeld, dass wir, ziehen wir da alle an einem Strang. Ich glaube, jeder macht mal hier irgendwie was und will das dann auch für sich beanspruchen, ja, weil meine Likes, meine Follows, wäre es möglich, dass man mal sagt, wir machen einfach mal eine Kooperation mit mehreren großen Organisationen, die dann auch vielleicht über Sponsoren und über Mittel verfügen, um mal was Großes hinzustellen, weil so eine LAN mit Zuschauern, mit einem Stream, das macht man nicht mal eben für 2000 Euro. Ja, völlig richtig. Aber ich gehe mal jetzt ganz kurz auf die Fragen im Chat ein, wenn da keiner was dagegen hat. Und zwar, Nila hat mal ganz klar gefragt, die PS Masters wurden gerade nochmal angesprochen. Das ist richtig. Wieso schafft die ESL innerhalb von einem halben Jahr sowas? Ja, der Vergleich zwischen der ESL und zwischen den einzelnen deutschen Ligen hinkt ein bisschen, Nila, finde ich. Trotzdem, die nächste Frage, die du gestellt hast, die ist sehr wichtig. Sieht die DSBL einen nämlich als sich selber als Hobbyliga oder hat sie einen Anspruch, etwas höherwertiges Competitive-Umfeld zu schaffen? Also da kann ich gerne antworten. Und zwar sagen wir es mal so, wir sind auch eine Hobbyliga, aber wir entwickeln uns im Moment mehr in Schritt, auch Pro-League kann man es so nennen, wenn man es jetzt im Allgemeinen verfasst. Jedoch darf man auch nie vergessen, weil wir wollen auch für die Amateure da sein. Wir wollen für die Amateure eine Liga bieten, aber auch jetzt in Zukunft, vielleicht auch näherer Zukunft, je nachdem, wie schnell es geht, auch für die höheren Teams, die Pro-Teams. Wir wollen allen eine Plattform geben. Also, aber es ist jetzt noch in der Mache sozusagen, weil noch muss man ja dazu sagen, der man Anreiz, muss, was Lynch gesagt hat, sind halt Babyschritte. Ne? Ja, es sind... Wie soll man sagen, Babyschritte? Im Moment sind es kleine Schritte, aber ich sage mal so, aus kleinen Schritten können auch große werden. Und das geht halt wirklich auch wiederum nur zusammen. Wie bei einem LAN-Event. Ich meine, wenn jetzt die DSBL so ein Event startet, da ist in einem fünfstelligen Bereich definitiv sind die Zahlen da, was uns das kosten würde. Dann muss man auch abwägen, wie viele Personen kommen. Ab 300 Personen muss eine Security da sein. Ab 300 Personen brauchst du
auch so Notarzt da, allem drum und dran. Solche Kosten müssen auch alles abgedeckt werden. Und sowas geht leider nicht mit einem Fingerschnipp von jetzt auf gleich. Das ist völlig richtig. Weil das muss alles steuerlich abgesetzt werden. Definitiv, da geben wir immer völlig recht, sehe ich auch genauso. Man muss es natürlich, was die Community im Rainbow, was wir jetzt wissen, geht wieder an die DSBL, nur mal die Frage hinweg, weil der Traffic ist ja relativ hoch auf der DSBL-Seite. Das sind Massenteams, das sind viele, viele Sponsoren, die dort durchlaufen mit ihren Banners. Da ist die Frage natürlich berechtigt, die im Chat gestellt wird, warum dann jetzt erst der Schritt so langsam kam und nicht vor einem Jahr schon oder vor anderthalb Jahren? Das Problem ist, dass man vor ein oder anderthalb Jahren noch nicht viel mehr machen konnte. Wir haben jetzt erst alles sozusagen so richtig rechtlich abgesichert, weil wir wollen, dass alles ordentlich läuft. Okay. Und nicht alles unter der Hand und wir machen das so und so. Nein, wir wollen das vernünftig machen, dass wir damit auch eine Zukunft haben. Okay. Weil jetzt alles so 0815 zu machen, würde nichts bringen. Dann warte ich lieber noch ein halbes Jahr, dass alles richtig ist, wie jetzt irgendwas zu machen, was überhaupt gar nicht abgedeckt wäre. Ja, klar, logisch. Weil dann wäre also das ist einmal ja, und nie wieder. Das ist ja eure Planung, und wir selbstverständlich. Wollen das ja für die Zukunft immer weiter und immer weiter bringen. Hm. Okay, ich habe hier noch eins von OFC, der gerade mal fragt, wenn ich die DSBL jetzt gerade schon mal dran habe. Der fragt ganz einfach bloß, das geht eher in Tetras Richtung, wieso immer noch an dem Regelwerk festgehalten wird. Ich muss dazu sagen, Tetra, ich habe mit ein, zwei großen Teams gesprochen. Und die sagen, wenn sich das Regelwerk ändern würde, wären die sogar genau bereit, DSBL zu spielen. Hier wird es eine Änderung geben, das kann ich schon mal sagen. Wahrscheinlich zu Beginn, also ziemlich sicher zu Beginn zur nächsten Season. Wie diese Änderung dann aussieht, kann ich jetzt noch nicht sagen. Das wird es wahrscheinlich eine Abstimmung geben. Aber es wird eine Liga geben mit Maps-Zählung. Ich habe da auch, wie ein paar Teams abgesprungen sind, habe ich mich natürlich erkundigt, warum die uns abgesprungen sind. Das wurde ich einheben. Und da wurden mir auch unter anderem gesagt, eben, weil die Runden gezählt worden ist, das ist nicht mehr zeitlich. Ich denke einfach, dass mehr Pro-Ligen, ich hebe jetzt mal die Hände hoch und mache Anführungsstrichelchen von Dr. Evil, mehr Pro-Ligen einfach bedeutet ein bisschen mehr Konkurrenz und Konkurrenz belebt einfach massiv das Geschäft, ungemein, in jeglicher Hinsicht, weil jeder hängt sich dann mehr rein und da würde ich mir wünschen, dass die Ligen alle auf einem Level mitspielen, ganz einfach, das wäre super, ne? Und vor allem, die Maps sind ja nicht dann gleich vorbei. Ja, ja richtig. Du kennst es. Wir sagen es seit einem halben Jahr, reden wir. Ja. Das frustet dann nachher nur noch natürlich. Na, wenn du eine Runde abgegeben hast, ist das Spiel gelaufen. Ja, das ist ja das, was ihr auch, also ich meine, wir waren ja auch nicht müde, euch alle zu nerven und in jedem Stream zu sagen, dass man dann hier und da den Teams dann auch nochmal die Chance an einem Comeback nimmt. Aber gut, das sind doch tolle Nachrichten. Genau. Auch das finde ich jetzt gar kein Babyschritt, das finde ich einen ganz großen Schritt. Aber wenn wir nochmal jetzt in die Zukunft gucken wollen, also wir haben ja nicht nur die DSBL, wir haben ja auch mit der CEL sicherlich eine kleinere Liga, aber sicherlich eine ernstzunehmenden. Und ich will gar nicht das Wort Konkurrent sagen, weil ich will ja am Ende dieses Abends irgendwie dieses Konkurrenzdenken irgendwie ein bisschen schmälern. Die haben jetzt Thema Preispool und Thema, dass man als Team da so ein bisschen einen Eintritt zahlen muss sozusagen. Wäre das nicht auch was für die DSBL, um vielleicht einen Anreiz zu finden? Weil ich glaube, wenn man mal überlegt, 5 € für jeden Spieler im Team, das ist doch mal ganz schnell 30 €, 50 € als Eintrittsgeld und dann 1:1 wieder auszuspielen. Ich finde das immer einen schönen Anreiz. Dann gibt es da irgendwie was. Ich will noch ganz kurz nämlich zu den Maps und Runden nämlich sagen. Wir haben jetzt den Wintercup zum Beispiel, der ausschließlich auf Maps basiert. Also, wie gesagt, wir ändern uns hier schon und kommen der Community entgegen, das was sie wollen. Also das wollte ich nur kurz noch sagen. Ja. Ja, man versteht natürlich auch, dass ihr das nicht mitten in der Season ändern könnt, ne? Aber das finden wir super, super. Also ja, nice, freuen wir uns drauf. Aber wie gesagt, nochmal Thema Eintrittsgeld für Freefi hat so ein bisschen angedeutet. Natürlich will man nicht nur Pro-Spieler ansprechen, die spielen dann sicherlich dann auch woanders. Man will ja auch so dieses Mittelding, dieses, woraus dann irgendwann ja auch mal Pro-Spieler werden können. Also wie steht ihr zu diesen Preisgeldern generell? Auch mal, also die Teams mal hier, die Leader. Ich sage es jetzt mal so. Das Problem daran ist, dass wir da auch natürlich erstmal rechtlich gucken müssen definitiv,
Da müssen natürlich die Mehrwertsteuern abgesetzt werden. Was behalten wir ein wegen den Sachpreisen? Was behalten wir ein? Weil wir müssen ja auch die Sachen dann auch an diejenigen verschicken. Dann, um Turniere zu veranstalten mit diesen Preisgeldern, dass man sich einzahlt und auch liegen, muss alles rechtlich abgesetzt werden. Und das Ding ist, wir wollen das jetzt auch nicht in 0815 machen, dass wir sagen, hier, ihr gebt das als Spende ab und das war's. Weil so läuft es meiner Meinung nach nicht. Wenn wir es professionell machen wollen, dann müssen wir es auch richtig machen. Das heißt, wir müssen es rechtlich abgesegnet haben. Wir müssen auf unserer Seite die gewissen Dinge von unseren Codern gemacht bekommen und dann können wir so etwas machen. Sowas ist auch geplant, vielleicht auch schneller, wie man denkt. Sobald sowas durch ist, kann man sowas starten. Aber sowas wird definitiv kommen. Aber da darf man auch wieder nicht vergessen, dass wir es definitiv so machen werden, dass es eine Liga vielleicht mal geben wird, die mit Einzahlung betrifft und aber trotzdem immer noch eine Liga bleibt, die so spielen darf, wie die, dann kann man es wirklich nennen, die Amateur League und die Pro League. Mhm. Weil wir wollen trotzdem auch wiederum für die Amateure auch da sein. Ja, ihr könnt ja weil alles. Das ist definitiv was, wo ich halt dran festhalten will. Naja, so kriegt man auch den meisten Content natürlich rein, das ist logisch, ne? Weil da ist halt die Masse drin, das ist völlig verständlich in dem Fall und sollte man auch offen halten, natürlich auch für die Teams. Genau. Von der einzelnen Sache, weil Lynch nochmal gefragt hat, das geht nochmal raus an die Leader, ne? War das soweit beantwortet für dich, Lynch, oder brauchst du da noch was? Nö, also eigentlich brauche ich da noch mal was von Eagletix mal hier, auch mal hier von Mercury. Wenn ich da so auf den Redeanteil, ist er da ganz, ganz, ganz unten noch. Eagletix hier, Mercury Esports, ja nun auch mehr als ein Clan. Also da ist ja auch eine, ihr bezeichnet euch ja als Organisation. Wie steht ihr denn generell zu diesen Eintrittsgeldern und auch generell noch mal zu dem Thema, was können die Organisation, was kann da eigentlich gestemmt werden als in Anführungszeichen Organisation. Wie sieht es denn da aus? Ja, also erstmal mit Preispool oder so oder Eintrittsgebühren ist natürlich erstmal ein großer Einreiz allein auch für die Spieler. Mhm. Weil ich sag mal so, man sieht es oft, also im COD-Bereich, im 6v6-Bereich, jetzt in der DSBL merkt man oftmals, dass die Teams immer weiter inaktiv gehen im Laufe der Liga, weil halt nicht dieser Anreiz besteht wie jetzt in einer CL. Dass man im Prinzip versuchen kann, den Preispool zu erspielen. Das gibt den Spielern halt einfach Anreiz und ich sag mal so, wir spielen alle gerne auch aus Spaß und um XP, aber wenn irgendwo was hintersteht, wo du was gesetzt hast, dann gehst du natürlich mit mehr Ehrgeiz in die Spiele alleine rein. Also ich glaube, ich finde Preispool immer sehr, sehr, gerade für die Spieler interessant. Was dann nur wichtig ist, wenn man Preispool hat, und das habe ich auch schon mehrfach jetzt offen kommuniziert, dass man am Anfang das klar und deutlich darstellt, welchen Preispool es gibt und nicht dann während des Turniers noch irgendwie auf einmal andere Preispoole, die Preispool verändert oder sowas, weil das ist meines Erachtens sehr, sehr ärgerlich, wenn man dann einen gewissen Betrag am Eintritt gezahlt hat und sich dann wundert, wo bestimmte Beträge hinfließen. Also wir reden von einer Korrigierung nach unten, habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, reden wir. Aber da gibt es ganz verschiedene, beziehungsweise, ja, das erfährt man nicht nur jetzt im 6v6-Bereich, sondern auch im 4v4-Bereich hat man das ab und zu mal, ja. Okay. Vielleicht können wir ja mit dem Geld ein bisschen umschwingen, DJ. Und zwar kam die Frage von Pitt, ob die CEL überhaupt die Rechte hat, Geld zu verlangen, was ja ein großes Thema war in der COD-Geschichte, oder? Also vorab würde ich erstmal gerne sagen wollen, dadurch, dass keiner von der CL da ist, ist es natürlich zum einen erstmal schwer anzusprechen, zu diskutieren und über Leute, die nicht anwesend sind, Entschuldigung, und Leute, die nicht anwesend sind, ist es natürlich noch schwieriger zu reden und auch blöd, sich dann Urteil zu erlauben. Meiner Information nach hat die CL diese Möglichkeiten. Sonst würden sie es nicht machen. Ich spreche da auch selber aus Erfahrung, weil es kam ja immer dieses Gerücht TMA-Liga auf. Wir machen sowas mit. Genau. Wir machen sowas bewusst nicht, weil ich ganz genau weiß, dass wenn ich eine TMA-Liga mache und ich bin kein Verein, ich bin kein Unternehmen, ich bin keine Organisation in irgendeiner Hinsicht und ich mache trotzdem eine Liga, wo ich Geld einnehme.
bringe ich mich in Teufels Küche. Und da hat sich meiner Meinung nach, meiner Information nach, die CL auch abgesichert. Die DSBL ist da ja sowieso auch ein Unternehmen, also von daher dürfte dem nichts im Wege stehen. Bloß das, was eigentlich viele machen, dass sie irgendwie so einen Cup veranstalten oder so und dafür Eintrittsgelder nehmen, ist immer so eine rechtliche Sache, wo ich mir denke, geht das nicht ein bisschen zu weit oder ist das eine Grauzone oder so? Ja, da müssen sich viele erstmal bewusst werden, die können wirklich in Teufels Küche kommen, wenn da irgendwie was falsch ist. Ja, mag sein, aber die Frage ist ganz einfach. Ja, völlig richtig, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bewundere, falls es falsch sein sollte, bewundere ich den Schritt, das zu machen. Weil ich bin, hier ist jetzt meine persönliche Meinung, ich bin froh, dass jetzt OneUp zum Beispiel was organisiert hat mit Ubisoft. Ich bin froh, dass Taube was organisiert nebenbei. Ich bin froh, dass Maroti Gaming was gemacht hat im Rainbow-Bereich, weil erst dadurch habe ich das Gefühl, sind manche Leute ein bisschen wach geworden, was das angeht. Weil wenn kleine Teams oder Organisationen das schaffen, was auf die Beine zu stellen, was den E-Sport von Rainbow jetzt bei uns auf der Konsole voranbringt, dann muss ich ganz ehrlich sagen, warum dann nicht die Großen? Und wenn man dann sagt, das ist rechtlich nicht so machbar, also bisher ist uns jetzt keiner auf die Füße getreten, sage ich mal so. Natürlich muss es abgesichert sein, aber wenn nicht irgendjemand den mutigen ersten Schritt macht, wer dann? Also dann treten wir ja ewig auf der Stelle. Ja. Und man muss jetzt ja auch nicht jetzt, wenn man sagt, das LAN, ich bin sowieso da immer sehr, sehr vorsichtig. Also LAN ist ja jetzt nicht gleich die große Halle mit FreeFi hat es vorhin angedeutet, mit Notarzt und Auflagen und Notausgängen und die Halle und so. Ich glaube, da sind wir ganz, ganz weit von entfernt. Aber eine kleine Räumlichkeit mit ein paar Zuschauern und eine Kneipenatmosphäre, sage ich mal, so wie wir es ja so ein bisschen diese Clubatmosphäre auch gesehen haben bei Take TV in Krefeld zum Beispiel, was ein tolles Umfeld war, die ja auch eine tolle Infrastruktur dahinstellen können in Sachen Streams und hin und her und wie die Mannschaften sich da entfalten können. Ich finde, das ist schon mal so der erste Schritt, aber nochmal zurückzukommen, auch nochmal um diese Offline-Geschichten. Ich finde, also ist meine Meinung, es sind kleine Schritte und einigen Leuten im Chat geht es natürlich sicherlich nicht schnell genug. Und man muss man auch nochmal wieder das positive Beispiel bringen von OneUp. Die haben das schnell hinbekommen. Na, also das ging dann relativ zügig und liegt es daran, dass sie jetzt da mit Ubisoft natürlich einen großen Sponsor haben, wo auch ein bisschen Kohle dahinter ist, oder liegt es einfach daran, dass die einfach wacher sind und dass andere Leute vielleicht ein bisschen schwerfälliger sind? Weiß nicht. Da kann ich einhaken. Das ist einfach Kommunikation, was zum Beispiel ein Gonzo und ein Kaipi machen. Die Jungs, die kommunizieren und gehen auf die Sponsoren aktiv zu, ob es auf einer Gamescom, ob es auf einem Offline-Event etc. ist. Die sprechen einfach, die sprechen die Leute an und sind offen mit denen, haben natürlich auch gewisse Connections wahrscheinlich, aber die haben einen Anführungsstrichen Traum, wie zum Beispiel auch ich, und den verfolgen wir und dafür geben wir nicht jede Minute, aber des Öfteren eine Stunde, wo wir E-Mails schreiben, wo wir einfach höflich sind zu anderen Personen. Und wer es mir glaubt oder nicht, 5 E-Mails und du hast einen Sponsor, wenn du gut bist, am Haken. Und wenn man dann noch ein bisschen mehr was tut, dann hat man auch große Sponsoren am Haken. Dann kann man auch mal ein Turnier für 500 Euro stemmen, was man gar nicht rechtlich in Anführungsstriche man selber als Veranstalter darf sichern muss, weil die Sponsoren überweisen einfach dem Team das Geld. Du präsentierst dich nur als dein Name und du machst nur den Facebook-Post und machst die Orga. Du bekommst davon nichts. Du bist der Publisher. Genau, so, und sagen wir es mal so, beispielsweise jetzt für die letzten Taubenmeisterschaften haben wir insgesamt 500 Euro zusammenbekommen von Sponsoren, wovon ich gar kein Geld gesehen habe, aber die Teams, weil das direkt überwiesen wurde. Und es sind, was auch in meinem Statement, was ich am Anfang abgegeben hatte, war, es sind weniger Handgriffe, aber es sind viele Leute sich zu schade dafür, um die ersten Schritte zu gehen. Und es sind zu wenige in der Community. Beispielsweise jetzt auch mit dem Offline-Ding in Wiesbaden, was wir jetzt als erstes mal angreifen und gesagt haben, ey yo, wir machen's. Es gab noch nie ein Offline-Event, was von der Community gestemmt wurde, bis dato erst einmal von dem PlayStation Masters Sommer, was Rainbow betrifft. Das Spiel gibt jetzt 2 Jahre oder so, mindestens fast. Und dass wir jetzt auf diese Idee kommen, sowas zu machen,
ist ja schon, da packst du ja eigentlich auf gut Deutsch an Kopf. Da könntest du, also wenn wir das nicht schon ein halbes Jahr, Jahr eher gemacht hätten, wir sind da relativ erst auf den späten Zug eingestiegen. Wann gab es den ersten Team A Cup? Gab es nach einem halben Jahr schon. Da hat der Ostercup dann, ne? Ja, genau, der Ostercup mit. Genau, da kam der erste Schwung, wo man gesehen hat, oh yo, hier Cups und sowas. Aber dann hat es ein Jahr gedauert, bis nach dem nächsten Ostercup, dass es die nächsten Turniere aus der Community gab. Dann haben Maroti mit dem ersten Schritt mit Preisgeldern von Teams gemacht, dass die Teams sich untereinander den Pool gemacht haben und immer weiter ist das hochgekommen. Und dass es so lange sich verzögert, ist natürlich traurig, aber momentan sind wir an der Stelle, wo man sagen muss, ey Jungs, packt euch an eine Fott, würde man hier so sagen bei uns im Ruhrgebiet, und nimmt mal den Arsch an der Hand und bewegt euch. Jetzt zum Beispiel, es haben sich bei mir 5 Teams gemeldet, die Interesse hatten, dieses Offline-Ding mitzugestalten. Wenn man sich bedenkt, in der DSBL sind Tetra, keine Ahnung, 200 Teams aktiv oder so? Mehr, 200. Noch mehr. 270, ja, glaube ich sogar. 260 oder so, genau. Ja. Und da, dass er, ich, es ist jetzt nicht überheblich gemeint, aber ich denke, wir haben eine relativ große Reichweite mit Taube, wenn dann noch Team A, wenn Maroti diese Beiträge teilen, dass wir damit 3/4 erreichen und dass da die Interesse nicht so gegeben ist, wie ich denke, für relativ wenig Geld. Wir zahlen für diese Location, zahlen wir pro Person für 12 Stunden 9 Euro. Das muss man sich mal auf eine Zunge zergehen lassen. Und dass das viele Teams sich zu schade sind, diese Sachen mit zu unterstützen, mal nach vorne zu bringen, ist natürlich dann auch der Community geschuldet, wo viele sich in Anführungsstrichen zu fein sind und sagen, ey, nö, mache ich nicht. Das ist mir der Aufwand nicht wert in dem Sinne. Aber diese Dinge brauchen wir, um das auch weiter nach vorne zu bringen, weil dann jetzt kann ich dann sagen, ey, hier, Sponsoren, wir haben was gemacht. Das hat geklappt und jetzt würden wir gerne einen Schritt weiter gehen. Und du kannst nicht einem Sponsor direkt, weiß ich nicht, zweistelligen Tausenderbereich aus der Tasche ziehen, sondern du musst dieses Vertrauen langsam aufbauen und dann gehen die auch mit dir weitere Schritte. Und von aber jetzt auf wieder hin muss man dafür auch an einem Strang ziehen. Das ist halt auch wieder das. Wenn sich da mehrere Teams dann auch wirklich mal zusammentun würden und sagen würden, komm, wir machen was, anstatt jeder macht das einzeln und sticht dich dadurch wiederum gegenseitig aus, ist dann auch schade. Wenn die Community wirklich an einem Strang zieht, dann funktioniert es. Also ich muss auch sagen, die Rainbow Community ist zwar ein kleiner Sauerhaufen manchmal, aber grundsätzlich, wenn es hart auf hart kommt, habe ich gemerkt, halten die Teams dort gut zusammen. Und ich muss jetzt mal für die Teams widersprechen. Es ist eigentlich, ich halte wieder meine Arme hoch, meiner Meinung nach nicht Aufgabe der Teams, sowas zu organisieren, oder DJ? Nö. Ich finde aber, dass, wie gesagt, da sitzen alle in einem Boot. Und es wurde ja gerade so schön gesagt auch, wir haben zum Beispiel diesen Ostercup gemacht und ich bin der Meinung, das war zu dem Zeitpunkt der größte. Es gab zwar mal ein paar kleinere, aber das war zu dem Zeitpunkt der größte. Und ich frage mich dann manchmal, das gibt eben halt Ligen, das ist ja nicht böse jemand an die DSBL, auch nicht böse jemand an die CL, warum manche Sachen nicht so aufgezogen werden können, wie es manchmal, ich sag mal, die Privaten machen halt. Und das ist eben halt eine Sache, die mich wundert. Wenn ich jetzt die TMA Masters sehe, wo 236 Teams dran teilgenommen haben, ein vernünftiger Preispool war, die Teams auch noch interviewt worden sind, also jeder noch eine Plattform hatte, wo er sich darstellen konnte, reicht mich andere, die anderen haben doch auch diese Möglichkeiten, warum können sie das nicht nutzen? Aber die DSBL ist ja jetzt zum Beispiel auf dem Weg, sich zum Beispiel da in der Hinsicht zu ändern und hat jetzt zum Beispiel diesen Spielerrat ja auch reingeholt, wo sie sich ja damit ja quasi auch nochmal Meinungen aus der Community holen können. Und das ist, finde ich, meiner Meinung nach auch ein Schritt, der in die richtige Richtung geht. Aber eben halt dieses Miteinander, also von mir aus sollten auch mal Teams halt auch mal miteinander, mit den Ligen zusammenarbeiten. Das wäre auch mal eine Möglichkeit, dass die DSBL, ich weiß nicht, den Cup mit Taube zum Beispiel veranstaltet oder. Weil, ja, das ist auch gar kein Problem. Die Teams können auch gerne an uns treten und sagen, hier, wir haben dann voll die gute Idee, wollt ihr nicht mal euch das anhören, können wir da vielleicht was machen? Das wäre auch kein Problem, da würden wir sogar liebend gerne mithelfen. Das wäre alles nicht das Ding. Das Problem ist halt wirklich nur manchmal, weil man darf halt nicht vergessen, wir haben halt nicht nur, sagen wir jetzt, 2 Ligen am Laufen, wie nur COD und nur Rainbow. Wir haben mittlerweile, ich glaube, 17 verschiedene Spiele müssten es sein. Und
da fehlen halt auch manchmal noch dann die Admins, die dann auch diese LAN-Events mitstemmen können und verschiedene größere Turniere. Weil wir müssen einfach auch absehen, wo machen wir jetzt was? Und können leider auch nicht halt alles auf einmal laufen. Man muss natürlich sagen, die DSBL muss sich jetzt, dass ich mal einen kleinen Schutzschild um die lege, ganz einfach viel gefallen lassen, weil ihr halt die Größten seid in dem Fall gerade. Also welche Liga hat sonst knapp über 250 Teams am Start? Keine. Ja, also da im Prinzip kommt ESL, danach kommt DSBL, muss man sich einfach mal darüber bewusst sein. Darum fällt jetzt auch viel auf die DSBL ganz einfach zurück, manche Fragen auch. Aber ich denke einfach mal, wenn wir das jetzt ein bisschen allgemein halten, um das vielleicht ein bisschen mal jetzt in eine andere Richtung zu lenken. Was muss denn alles getan werden, damit jetzt eine große Liga ein Offline-Event stemmen kann? Also gerade Sponsoring, jetzt unabhängig von den rechtlichen Sachen. Also was braucht man, ne? Also kleines Budget, kleine Schritte, großes Budget, große Schritte. Muss man lange warten? Habt ihr was in Aussicht für die Zuschauer und für die Spieler, die jetzt mitgucken? Also kommt da was? Natürlich haben wir was in Aussicht, das definitiv. Es ist vieles geplant. Wir hoffen auch, dass wir das alles so umsetzen können. Das große Problem ist aber gerade so an Events und allem, man braucht die Leute. Man braucht wirklich die Leute dafür. Und wenn man die hat, ist es schon alles viel einfacher. Aber wir brauchen definitiv die Leute. Geplant ist sehr, sehr viel in der Zukunft, in näherer Zukunft auch, aber wir brauchen die Leute. Inwiefern welche Leute? Zuverlässige Leute, die dann auch mit auf die LANs gehen, die mit uns das noch mitplanen, weil es können nicht eine Handvoll Leute jetzt von der DSBL das dann planen, machen und tun und alles gemeinsam nur dann stemmen. Weil wir haben einmal Admins, die müssen die Liga weiterleiten mit den Support-Tickets, mit allem drum und dran, und dann müssen die anderen Admins sich ein bisschen sozusagen dann abkapseln, dass sie wirklich den Augenmerk dann auf solche LANs haben. Ja, wenn sowas in Planung ist, dann glaube ich, ist Social Media dafür gut vertreten, oder der Tetra ist ja für den Rainbow-Bereich zum Beispiel anfangen. Wir haben ja genügend WhatsApp-Gruppen, wo über 200 Personen drin sind. Ich glaube, das ist ein Facebook-Post oder ein Twitter-Post oder was auch immer. Und du hast, glaube ich, eine Ameisenhorde vor dir, die helfen. Und die kennen es, glaube ich, ist bei euch gegeben, zu sagen, ey, die Typen kenne ich. Und die Typen machen gute Arbeit, um damit planen zu können. Ich glaube, würde morgen posten, würden sich 5 Leute, die qualitativ hochwertige, in Anführungsstrichen, Arbeit ableisten in der Community, dabei helfen, dieses Ding zu stemmen. Und wer für mehr braucht, jeder kennt immer wen. Und auch wenn jetzt zum Beispiel man einen Rainbow-Clan hat, da kennt man auch nochmal 2, 3, wo man sagen könnte, okay, ich kenne die jetzt, weil ich mit denen seit 2 Jahren zocke und dasselbe Ziel verfolge, dass die treuesten Ameisen sind, um dieses Ding zuverlässig mitzuplanen, anwesend zu sein und zu stemmen. Und wir verleugnen es ja nicht, ja momentan dabei, auch einen LAN zu planen. Also jetzt natürlich auch in welchen Größen, aber zu groß theoretisch gesehen dürfte ein Rainbow Six Event nicht sein, weil sonst macht man dazu ein Event. Man sollte natürlich schon speziell oder ein besonderes Event draus machen. Und dafür brauchst du 5 Personen. Und davon sind 2 5 Personen Streamer. Wird schon ein bisschen wenig. Wenn du die dann mit einbeziehst, mit auf der LAN und alles drum und dran, wenn da irgendwas schief läuft, dann bist du mit 5 Personen sowas von am Rumrennen, und das möchte ich keinem zumuten. Muss ich ehrlich also sagen. Ich muss kurz einhaken, vielleicht auch ein Ergebnis, uns mal so in so eine Ergebnisrichtung zu drücken. Nach wie vor, ich bin ja mal jemand, der sehr einfach denkt und einfach sagen, okay, klar, rechtlich und hin und her, und haben wir genug Dixi-Klos und so, ist mir alles eine Stufe zu weit. Da können wir nächstes Jahr nochmal drüber reden. Warum nicht ein Raum, 10 Places dahin, Monitore, und fertig. Also in kleinem Rahmen mal zu sagen, dass das ist ja kein LAN-Event, das ist ja dann eher eine LAN-Party, dann kann ich einen Kasten Bier holen, mache eine LAN-Party, lad euch zu mir nach Hause ein und dann machen wir das. Aber das ist dann kein Event. Das ist einfach nur LAN-Party, was jeder genau, private machen kann. Richtig, aber das ist jetzt vielleicht das andere Extrem. Das ist dann eine LAN-Party. Aber wenn man da einen Mittelweg findet, weil, wenn wir mal ehrlich sind, die Sponsoren, die wir hier haben, wenn man jetzt mal Ubisoft rausnimmt, sind die Sponsoren, die Firmen, die uns hier unterstützen. Das sind alles Firmen, die eher so mittelständisch sind und eher gucken wollen. Also die geben dann gerne mal eine runde Palette, eine runde Dosen Cola aus oder ein paar AAA-Shocks und so. Ist auch alles super, aber damit finanzierst du einfach keine LAN. Das ist auch ganz klar. Und ich denke einfach, dass man so diesen Mittelschritt sich mal überlegt,
überlegen müsst, dass man sagt, weil ich glaube einfach, wenn wir mit den Teams sprechen, dass die richtig Bock haben, sich kennenzulernen, sich gegenüber zu sitzen und sich dann hier zu beefen oder zu salten oder wie auch immer, die wollen sich selber gegenüberstellen. Das wollen die. Die sind, glaube ich, nicht darauf, dass sie jetzt hier mit Hotels und großer Halle und keine Ahnung, sondern ich glaube, dass diese kleinen Sachen vielleicht auch der erste Schritt sind. Und das, wie auch im Chat geschrieben wird, ist ja machbar mit zu finanzieren, wenn die Teams mitfinanzieren. Das zeigt dann aber auch wieder dann für diese Sponsoren, guck mal, die kriegen das ja im Kleinen hin, jetzt können wir denen mal die Chance geben, größer zu werden. Richtig. Ich glaube, man muss da erstmal machen und nicht erst immer ganz oben anfangen. Ich sage immer, okay, das ist nicht 100%, wir wollen 100, aber wir können ja schon bei 70 einfach schon mal starten. Oder ist das, denke ich, dazu einfach? Nee, das ist richtig gedacht, weil im Endeffekt könnte auch in Anführungsstrichen jetzt, DSBL hat heute Pech, weil die CEL nicht da ist, aber die DSBL hätte zum Beispiel aus ihrem Champions Cup, den sie jetzt veranstaltet haben, hätten sie ein Offline-Finale, wie bei den Launch Series oder wie bei den Masters, dass du nur das Finale ausspielst oder Halbfinale und Finale. Und ich glaube, wir sind absolut am falschen Punkt, wie Lynch sagte, wir müssen nicht mit 16 bis 32 oder 50 Teams, was auch immer, planen, sondern langsam aufbauen, um zeigen zu können, hey, Sponsoren, guck zu, so geht's und die Interesse ist da, weil kein Sponsor wird dir jetzt hier 35.000, 40.000 Kröten auf den Tisch legen und sagt, yo, hier, mach mal, sondern er will kleine Schritte von ganz klein und dann immer größer werden. Da gibt er dir eher 5.000 Euro für einen Tag, für ein kleines Offline-Event, anstatt ja, die großen Summen. Mhm. Ich denke, damit können wir auch, ich denke, da können wir uns Shio, soweit es geht, im Allgemeinen anschließen. Dann können wir das Thema vielleicht mit dem Offline-Event, wie Lynch sagt, zu einem Ziel bringen. Es sei denn, jemand hat noch Fragen und Anmerkungen. Wenn nicht, würde ich nämlich wieder auf Fragen im Chat so langsam eingehen. Hat sich jetzt... Oh, das war DJ, glaube ich. Der kriegt jetzt Schelte. Das hat es ganz kurz geknallt bei ihm. Gut. Im COD-Bereich sowie Rainbow-Bereich oder sei es, weiß ich nicht, Rocket League, was auch immer. Es kommen ja immer wieder PC-Konsole. Was wir noch in den Fragenkatalogen jetzt rausziehen konnten, war, ist es immer nötig zu vergleichen PC-Konsole? Also ist es nötig zu sagen, oh, der PC ist da einfach besser bei Rainbow oder bei COD? Oder ist es zu sagen, nee, es sind einfach, das eine ist das Männchen, das andere ist das Weibchen, fertig, aus, sind zwei getrennte Geschlechter und damit ist gut und jedes wird einzeln behandelt. Ist es ausschlaggebend für Sponsoren, ob PC oder Konsole? Also wie habt ihr die Erfahrung gemacht in dem Fall? Vielleicht mal wieder in die Tomek-Richtung von COD. PC hat sich für mich überhaupt gar nicht gestellt, die Frage. Ich denke aber auch, das ist für Sponsoren, glaube ich, wenn du gerade mal auf so Events wie der Gamescom bist, definitiv den größeren Anreiz gibt, eben diese PC-Community zu unterstützen, weil da einfach eine größere Fanbase da ist von Leuten, die da wirklich hinterher sind. Da kannst du dann aber auch nicht unbedingt von Call of Duty oder Battlefield oder so reden oder eben halt Rainbow Six. Das sind dann schon mehr andere Spiele wie League of Legends oder wie sie alle heißen. Mhm. Bei Call of Duty hast du ja noch ein zweites Problem. Das ist das, was hier noch gar nicht angesprochen wurde. Es gibt zwei Communities eigentlich. Es gibt eine Core-Community und es gibt eine Hardcore-Community. Und die Hardcore-Community ist irgendwie so meinen Augen immer das ungeliebte Stiefkind für alle, okay. Gerade auch bei den Sponsoren, dass die mehr auf Core gehen, weil sie denken, es ist mehr competitive, wenn auf einen geschossen wird und er kann dann noch wegrennen und kann sich dann umdrehen und zieht den anderen noch. Wobei du halt beim Hardcore-Bereich es wirklich so hast, du schießt, er ist tot und dann ist es vorbei. Das ist für manche halt vielleicht nicht so interessant, sich das anzugucken. Und deswegen ist es da auch für uns relativ schwierig, sich da abzustrampeln mit Sponsoren. Okay, also ist es in dem Bereich, also es kommt gar nicht von PC oder Konsole an, sondern wirklich bereichsabhängig bei COD. Okay, wusste ich jetzt auch noch nicht, dass die Sponsoren da wirklich so drauf achten. Ich hätte jetzt gesagt, COD ist COD. Aber gut. Du hast ja in der COD auch die verschiedenen Bereiche. Du hast ja den 4v4-Bereich, den 6v6-Bereich und der 4v4-Bereich ist ja im Endeffekt der international relevante Bereich. Der 6v6-Bereich ist ja der in den Dachstaaten gespielt wird und der auch wirklich nur in den Dachstaaten, ich weiß nicht, wie viele Teams im Endeffekt jetzt im 6v6-Bereich noch aktiv sind, aber
grundsätzlich international gesehen ist halt wirklich nur der 4 versus 4 Allmut-Bereich interessant für die ganzen Sponsoren, sage ich mal im Endeffekt, oder? Liege ich da falsch? Also sponsorentechnisch gebe ich dir vollkommen recht. Und man muss ja dazu sagen, du hast ganz andere Reichweiten auf dem PC an Sponsoring-Mitteln, weil du da viel, viel mehr Firmen hast, die dafür Gadgets verkaufen oder verschenken können. Was du, wenn du die PS4 oder die PS4 anguckst, dann, keine Ahnung, kannst du an Händen und Füßen abzählen. Ne? Da hast du, glaube ich, auf dem PC da dreifache, vierfache an Firmen, die einfach viel mehr Budget auch teilweise haben. Aber warum? Ja, aber... Ganz ehrlich, also ist ich, ja auch also ist ja jetzt nicht so, dass meinetwegen SteelSeries oder Razer keine Headsets für Konsolen machen. Weil sie auf der auf dem PC, sagen wir es mal so, mehr Reichweite haben und da lieber investieren. Da hatte ich auch zwei, drei interessante Gespräche mit anderen Firmen drüber, die dann auch ganz ehrlich gesagt haben, die PS4-Community, die ist zwar schön und gut, aber auf dem PC, sie fixieren sich lieber auf eine Konsole, im Sinne dann PC, um da ihr ganzes Marketing einzusetzen, weil sie da viel mehr rausschlagen können. Hm, oh. So ist meine Erfahrung. Okay, rausschlagen könnte ich jetzt marketingtechnisch, glaube ich, noch nicht nachvollziehen, warum, wieso, weshalb. Aber ich glaube eher, dass da noch kein Hebel gefallen ist, dass die Konsole, also wenn ich jetzt mal Zahlen einfach nehme, sind die PS4-Spieler in gewissen Bereichen einfach dem PC-Spieler weitaus manpowermäßig überlegen. Also da reden wir jetzt nicht von, weiß ich nicht, Zahlen mit 50.000 Abstand, sondern wir reden da weit über die Hunderttausender Spieler, die in gewissen Spielen über PC-Spielern stehen. Ich glaube gar nicht, dass das die Firmen realisieren. Oder DJ, bei dir, du hast ja jetzt auch viel mit Sponsoren zu tun, mit TMA. Wie sehen die das denn, PC-Konsole-Unterschied? Naja, der erste Punkt ist immer quasi, dass PC, wie es gesagt ist, der Vorteil, also größer ist. Als nächstes wird eben halt auf Allmode geachtet und das ist eben halt, da ist wirklich noch ein gewaltiger Unterschied. Was ich auch noch als ein Problem sehe, ist, dass eben halt sich die Teams auch nicht gegenseitig untereinander unterstützen und helfen. Hat mal der einen guten Partner, oder ich rede mal von Partnern, weil viele sagen immer Sponsoren. Sponsoren heißt für mich, dass da gibt's Geld. Und für 85% hier in der Community und wahrscheinlich auch 85% hier im Chat, die kriegen kein Geld und haben somit auch keine Sponsoren. Die können froh sein, wenn sie mal eine Brille bekommen von Gunner Optics, die können froh sein, wenn sie von GameX mal ein Päckchen zugeschickt bekommen haben, aber es sind immerhin noch keine Sponsoren. Und viele Leute verwechseln, dass sie ein Hobby haben, aber für ihr Hobby wollen sie Sponsoren haben. Aber mit welchem Recht wollen sie einen Sponsoren haben, wenn sie noch nicht mal ein Unternehmen sind oder ein Verein sind? Mhm. Das sind, glaube ich, diese... Von nichts kommt nichts, ne? Das darf man auch nicht vergessen. So sieht's aus. Es gibt zum Glück einige Teams, hier wie zum Beispiel Paranormal Gaming, MES, TMA, die sich auch gegenseitig, oder auch VR1, Stage 4, 5 Gaming, die sich untereinander austauschen und auch mal, ich sag mal, die Kontakte untereinander zuschanzen und sich gegenseitig unterstützen und supporten. Aber das Ganze, wenn du das runterbrichst auf die 250 COD-Teams in Hardcore und Core und dennoch zusätzlich die 150 Rainbow-Teams, vielleicht sogar noch mehr, gönnt der eine dem anderen nichts. Und da fängt das nächste Problem nämlich an, dass sie sich nicht gönnen. Genau, dann gönnt man sich nichts und dann ist es genau das Gleiche, wenn die DSBL jetzt sagen würde, wir machen jetzt eine LAN. Liebe Teams, lasst uns doch zusammen das alles zusammen aufbauen, dann würde es nämlich heißen, ah sorry, tut mir leid, mit MES möchte ich nichts zu tun haben, mit denen mache ich keine LAN. Genau das. So als Beispiel. Man denkt es nicht, aber es ist wirklich so. Alles gut, es ist wirklich so. Und dann kommst du wieder zum Thema Antrittsgeld, wo du sagst, warum soll ich für eine Liga Antrittsgeld bezahlen, wenn ich weiß, am Ende der Liga stehen sowieso wieder die gleichen Teams oben und der Preispool wird auch wieder nur an diese Teams ausgeschüttet. So ist das, was ich da jetzt gehört habe von der einen Liga. Dass viele auch dann nicht bereit sind zu sagen, warum soll ich da jetzt irgendwas investieren von meiner Seite, wo ich weiß, ich schiebe den quasi auf gut Deutsch, ich komme auch aus dem Ruhrpott, die Kohle einfach nur in den Arsch. Ja, ja, aber das wäre ja, wär ja so, als wenn die Bundesliga sagen würde, ach komm, Bayern München spielt mit, dann spielen wir nicht mehr. Also Bayern München gewinnt sowieso. Ja, aber die bekommen ja trotzdem Kohle, die zahlen, ne? Ja. Also ich kann es ein bisschen nachvollziehen, aber ich komme nochmal einen Schritt zurück, indem wir einfach sagen, dass das machen
Und klar, und wir haben kurz angesprochen, Beef und Hate gibt es immer. Also ich meine, wir sind hier im Sport, wir sind im E-Sport, ist doch klar, dass da auch immer ein bisschen eine Konkurrenz ist, dass man sagt, ich bin hier der bessere Spieler, ich habe hier, ja, und hier KD, schieß mich tot, keine Ahnung. Das ist auch klar. Und man muss auch sagen, das sind ja auch alles teilweise sehr, sehr junge Menschen, sehr, sehr junge Teams. Da erwarte ich jetzt nicht, dass die mal das sagen, okay, jetzt habe ich so die nötige Reife und sage, okay, dann mache ich das jetzt nicht. Aber ich glaube, es gibt in der Community genug Teams, die sagen, die Reife haben und sagen, okay, da tun sich jetzt mal zwei zusammen und wir kloppen uns nicht offline oder im Chat, sondern wir kloppen uns auch im Spielfeld, dann, wenn die 3 Minuten sind bei Rainbow oder wie auch immer bei COD. Ich glaube, da muss man, glaube ich, anfangen. Und ich glaube, die hier vielleicht heute sitzen oder auch die hier im Chat zugucken, ich glaube, das sind genau diese Leute, die anderen gucken hier auch nicht zu. Aber die hier zugucken, sind, glaube ich, die Leute, die paar Namen, die ich gelesen habe, wenn man da einfach mal sagt, sich enger zusammenzubinden, um einfach mal zu machen. Und ich bin der Überzeugung, ein, zwei kleine, so wie Freefies es gesagt hat, LAN-Partys, ich finde auch an dem Begriff gar nichts Schlimmes, und dann einen Schritt größer zu werden, weil das ist auch das, was DJ gesagt hat, die Supporter, Sponsoren hat hier niemand in unserer Community. Wir haben Partner, aber wir haben keine Sponsoren. Die Nee. wenigsten haben Sponsoren. Ja, muss ich auch So. sagen. Also Sponsoren, So, ja. wer Support und Sponsoren einfach mal, ne, sponsort alles, ich bekomme etwas, ein Support, gibt immer eine Kleinigkeit noch dazu. Das ist halt so, muss man halt reingehen. Trotzdem würde ich mal gerne den Vergleich mit der Bundesliga nochmal aufgreifen, Lynch, bei dir, und würde die Frage nochmal weiterleiten. Ich weiß, es ist ein hoher Vergleich, aber was würde denn dem E-Sport jetzt in Deutschland wohlgemerkt, fehlen, um auf ein Niveau, wie es zum Beispiel eine Bundesliga hat, denn die Frage wurde im Chat vorhin gestellt, wäre es möglich, dass unsere Kinder irgendwann mal später E-Sport im Fernsehen genauso gucken wie den normalen Sport? Olympiade, wie Fußball-Bundesliga, Freitag, Samstag, Sonntag, meinetwegen. Was würde denn fehlen, um sowas zu erreichen? Um genau das zu erreichen, dass Leute in Deutschland abends um 22 Uhr ihren Fernseher anmachen, um zu gucken, wie Paranormal Gaming gegen TMA spielt. Also in erster Linie ist es, was es benötigt, ist Zeit. Wenn man sich jetzt anschaut, jetzt Sky zum Beispiel oder ProSieben, die mischen ja dort schon mit, die zeigen ja schon ziemlich spät am Abend, Mittwoch oder so ist das, oder Donnerstag, Ja, mittwochs nachts. Mittwoch 22 Uhr oder 23 Uhr zeigen die ja schon E-Sports Event und so, ne? Also, Ja, das aber sind woran schon auf fehlt's? dem Aber das ist richtigen es ja. Weg. Also nehmen wir mal wirklich jetzt das Social Media Sachen. Chio, du bist ja auch immer so einer, der auf Social Media pocht und weißt du und Reichweite und gib Ja, ihm. klar. Und sind wir Ja, doch mal ehrlich, ich. Bundesliga, dritte Liga, da gehe ich an jeden beschissenen Zeitungskiosk und kann mir eine Zeitschrift holen und sehe die verdammten Transfers von Eisenhüttenstadt zu Aue oder weiß der Geier was. Und es interessiert die Natürlich. Leute. Warum? Ja. Ja? Weil es eine Tradition ist, sagen wir es mal so. Aha. Fußball gibt es seit 300 Jahren oder was auch immer, seitdem die Römer kicken konnten. Und den E-Sports gibt es seit 10 Jahren und kommt immer langsam weiter hoch und hoch. So, und jetzt der erste Schritt mit dem Fernsehen, dass live gezeigt wird oder Ausschnitte gezeigt wird. Es wird einige Jahre noch dauern, da bin ich mir relativ sicher. Aber sobald unsere Generation Kinder hat, man merkt es ja jetzt schon, oder die Jungs, die Kinder haben von uns, die fangen auch an zu zocken. Die gehen nicht mehr raus und kicken irgendwie, ne? Die, Papa Handy, Papa Handy, ne? Wie die Bekloppten sind die da auch schon drauf. Und wenn, spätestens wenn die Kinder haben, dann sitzen Opa, Papa und Sohn sitzen vor einer Flimmerkiste und gucken sich, weiß ich nicht, World of Warcraft, League of Legends oder was auch immer an. Das ist einfach nur eine Zeitsache, bis dieser Schwung gekommen ist. Weil unsere Eltern, keine Ahnung, oder Oma und Opa, die denken sich, was machen die Kinder da? Sind die psychisch krank oder was auch immer, ne? So, so steht das, so wie Paranormal Gaming auch schreibt, ja, da sind wir halt nur eine Lachnummer, ja. Da fehlt es halt auch natürlich, dass mal irgendein Verband mit der Politik zum Beispiel redet. Das reicht nicht, dass Genau, das ist Merkel es ja. bei der Genau. Gamescom Simulator hier spielt, ne? Ja. Ja, Es ist das ist einfach, ja auch der immer Verband so fehlt einfach. ein, ja.
Naja, und vor allen Dingen auch dann, den Begriff, wo man dann sind, wenn man hat es ja hier mal auch ein bisschen gelesen hier in den Gruppen und so, diese Olympia-Geschichte, wo dann ganz klar gesagt wird, wir werden einfach keine E-Sport-Titel zum Olympia aufnehmen, die gewaltverherrlichend sind. Das muss man ja gucken. Alles das, was bei Ego-Shootern ist, hat ja ein bisschen was mit Gewalt zu tun. Genau. Das ist ja auch Da nochmal steht die eine Politik Schwierigkeit, gleich aber. und kritisch dahinter, ne? Ja, genau. Also das ist ja nochmal so ein Ding und ich gebe da dem Gio recht, aber dass wir eine Aufbaugeschichte sind und dass wir jetzt irgendeinen Grundstein legen, ist ja immer so bei irgendeiner Bewegung. Aber ich glaube, mir ist es immer wichtig, dass klar, dass wir hier versuchen, dann auch alles richtig zu machen. Und wir machen nie immer alles richtig, da kann sich ja keiner ausnehmen. Wir haben auch Fehler gemacht, sicherlich in der Vergangenheit. Wir wären auch schon weit woanders, wenn wir andere Entscheidungen getroffen haben, vielleicht auch jeder von euch. Aber ich glaube, vielleicht sind wir ja mal an einem Punkt, wo man einfach mal sagen kann, wir haben hier ja auch nur eine Reichweite. Das mit dem Fernsehen ist so eine Sache, klar, die Reichweite. Nachts um 0 Uhr mal CSGO wird jetzt komplett übertragen. Das ist natürlich ein großer Schritt. Aber die Generation, die jetzt nachkommt, die guckt ja auch nicht mehr lineares Fernsehen. Die gucken YouTube, die gucken Twitch. Und das haben wir, das ist eine Basis, da haben wir eine Plattform, das müssen wir einfach groß machen. Und ich glaube, das geht dann, wie wir es am Anfang schon mal gesagt haben, einfach nur zu zweit. Und dass man zusammen kooperiert. Ne? Und nicht alle, aber zumindest die, sagen wir mal so, die weisen Gandalfs der Szene sozusagen, dass man einfach sagt, was können wir denn da gemeinsam machen? Jeder hat Qualitäten, der eine kann das super, der andere kann das super, keiner ist perfekt. Und da sind überall in den Cups, auch in den Cups, die Clans machen, die ganzen Mini-Cups, das sind gute Ansätze, aber die haben dann halt mal nicht die Reichweite oder die haben dann mal nicht den guten Designer, Ja. der das ansprechend macht, weißt du? Gucken wir mal, Aber Lynch. Lynch, so, Ja. sorry. Ich. Ich wollte noch was dazu sagen, eine Kleinigkeit nur. Ich finde, Lynch, da hast du recht. Wie hast du es so bezeichnet? Die alten Hasen? Nee, die weisen Speck, Säcker. Gandalf. Speckigen Genau, Gandalf. genau. Das Problem ist, ja, jetzt fühle ich mich angesprochen, danke. Das Problem aber ist an der Sache, meines Erachtens, dass diese Leute, diese Leistungsträger, diese Leute mit Kopf, diese Leute mit Arrangement, davon gibt es zu wenige zum einen. Und diese Leute, weiß ich nicht, die haben einfach noch zu wenig, also haben zu wenig Zeit, weil sie sich schon zu sehr einbringen. Da gibt es Leute, die sind, okay, darf ich mich jetzt nicht mit rausnehmen, sind im Spielerrat, die sind Clan-Leader, die machen das, die machen hier, die machen jenes. Ich sehe es ja bei uns, Thema E-Sport, Thema E-Contest, Thema E-Journal. Wir haben so viele Sachen, Projekte zeitgleich laufen. Ich würde gerne zum Beispiel auch noch mit anderen Sachen Leute machen, aber dann müsste bei mir zum Beispiel der Tag 48 Stunden haben. Und ich denke, so geht es zum Beispiel Shio auch oder auch anderen Leuten, die einfach sagen, ich würde gerne mehr, aber mit wem und wo ist die Zeit? Das denke ich Ja, mal, ist genau. das Und vor allem Punkt. das ist Familie darf man ja auch Kooperation, nicht das vergessen, ist ne? Familie. Kooperation, Lynch. ganz kurz, das ist Kooperation. Und da muss man dann sagen, wenn man muss sich in Richtung Marke so ein bisschen ballern, gerade mal, dann mach weniger. Dann fokussier dich auf das, was wichtig ist. Dann mach nicht so viel. Man verzettelt sich ja auch, ne? Wenn man sagt, okay, ich will das eine, ist mir wichtig, dann, wenn ich die Leute nicht habe und wenig Zeit habe, dann konzentriere ich mich auf eine Sache. Jetzt wirst du aber ganz schön persönlich hier. Ja, stimmt, ne? Also so ein bisschen Markus Ja, ich Lanz merke wollen schon. wir haben, ne? Also. Ja, grundsätzlich, worauf es jetzt so ein bisschen rausläuft, jetzt auch zum Ende der Sendung, müssen wir jetzt mal sagen, weil zeitlich müssen wir aufpassen, dass wir den Werbetitel jetzt zu Bauer sucht Frau einhalten. Jetzt müssen wir gucken, dass im Prinzip ein Dachverband ist gefallen im Chat. Kann sich das jemand vorstellen? Also die Fußball-Bundesliga läuft halt so verdammt gut, weil sie auch einen riesigen Verband darüber haben, ne? Egal was passiert, der Verband kümmert sich um den Mist, legt Regeln fest, macht dies, macht das, aber komplett für die ganze Fußball-Bundesliga. Wäre sowas denkbar, auch für einzelne große Titel, also wie zum Beispiel Call of Duty, dass es einen riesigen Dachverband gibt, der alles steuert, auch LAN-Events zum Beispiel. Was ich mir vorstelle, Auf dass jetzt jeden zum Fall. Beispiel Tomek jetzt mit seinem Clan an den Dachverband rangeht und sagt, Leute, ich möchte gern in Wiesbaden ein LAN-Event haben. Ich kümmere mich um das und das, brauche aber organisatorische Unterstützung. Und der Dachverband sagt dann, ja, das machen wir fertig, so und so läuft es. Hast du nicht gesehen, das Regelwerk, die Sponsoren brauchen wir, machen das, wir organisieren Monitore, wir haben Plaisies. Ist es vorstellbar, dass so ein Dachverband helfen könnte? Natürlich, definitiv. Das Hm. ist aber auch wiederum das, was wir liegen auf, beziehungsweise auch jetzt so die SBL stemmen könnte. So ist es nicht. Wenn jetzt einer an uns rankommt, dann würden wir unser Bestmögliches versuchen, was wir umsetzen können.
Okay, das ist ja erstmal Hausnummer. Also für die, die es nicht mitgekriegt haben, das ist gerade eine knackige Aussage auf alle Fälle. Deswegen, wir brauchen einfach nur die Leute, die auch mal dann. Ich meine, wir sind jetzt nicht, wir sind niemand, der irgendjemanden beißt, wenn er zu uns kommt, sondern nein, wir probieren wirklich das Bestmögliche dann rauszuholen, wenn wirklich jemand zu uns kommt. Aber auch mit ernsthaften Vorstellungen, hier so und so würde ich mir das gerne vorstellen, dann arbeiten wir zusammen was aus, das ist kein Problem. Mhm. Wir sind die Letzten, die da Nein sagen würden. Okay. Weil wer uns unterstützen will, da sind wir, die sind herzlich willkommen. Na, das hört sich doch schon mal gar nicht schlecht an. DJ! Schlusswort, Dachverband, Zusammenhalt, Förderung der Zukunft, E-Sport im deutschen Fernsehen sowie Offline-Events waren die großen Themen heute. Was sagst du selber? Erste Sendung, Stunde ist vorbei. Ich glaube, wir müssen hier noch eine Fortsetzung machen. Ja, ne? das macht mich schon, wie ich die Themen bekommen habe. Das ist in einer Stunde. Genau, ich glaube, das wird ein Dreiteiler oder ein Vierteiler hier. Nein, also es gibt viele Ideen. Ich bin auch echt positiv überrascht, wie die Leute hier im Chat mitmachen und sich damit einbringen und auch Sachen reinschmeißen. Also ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg und ich würde es gut finden, wenn wir auch weiter nochmal uns zu so treffen in dieser Konstellation, vielleicht auch mit jemand anderem mal. Waren ja auch ein paar bekannte Gesichter hier im Chat unterwegs. Können sich gerne mal melden. Und dass man einfach da weiter auch diskutiert, weil irgendwie habe ich das Gefühl, alle haben die gleiche Meinung, aber nicht den gleichen Nenner unter dem Motto. Also das Ziel fehlt noch. Oder die Lösung, beziehungsweise zum Ziel. Okay. Dann können wir ja die nächste Sendung mal angehen. Also es ist auf jeden Fall was Dauerhaftes, was TMA hier geplant hat mit ihrem One Burst. Das wird hier kommen. Vielleicht hängen sie sich ja noch ein bisschen in die Zeitschrift rein von ihrem neuen Supporter. Zeitschrift, ne? E-Sport finde ich eine tolle Idee. Ich mag immer noch Handgeschriebenes oder sowas. Oder wenigstens was, wo ich die nächsten Drafts, wer wen verpflichtet, wer hat wen angeschrieben, wo geht wer hin. Sowas mag ich total, wenn sowas vielleicht noch in der Community aufkommen könnte. Wir haben keine Zeit dafür, gerne Anregungen, alles an TMA schieben, die machen das. Oder an die Leute von hier, von der DSBL oder an Tomek mit seinem Clan oder von Paranormal Gaming. Waren so viele im Chat und hier in der Runde. Ich würde sagen, Lynch, wir bedanken uns erstmal bei allen, oder? Ja, wir bedanken uns erstmal an erster Stelle natürlich an die Community, die jetzt zugeguckt hat, denn der One Burst ist ein Community Talk und natürlich für eure Zeit hier, die Leute, die hier in der Gruppe sind, hier in der Party sind. Klar, ihr habt es gesagt, wir sind, das war mir klar, dass wir hier kein Ergebnis haben, aber vielleicht haben wir was angestoßen. Wir werden sicherlich weiterführen, die Diskussion, und ich glaube einfach zusammen, nur es ist ja überall so, es geht einfach nur zusammen, und wir haben wenig Möglichkeiten, aber wenn wir alle zusammenschmeißen, dann ist das eigentlich ein Klacks. Man muss es da nur wollen. Es ist leicht gesagt, der Weg dahin wird steinig, aber ich habe ein gutes Gefühl. Und es ist Wochenende. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns herzlich bei allen Teilnehmern. Gio, Free, Fee, Ghost, Tetrapark, Tomek B und Eagleatics und der alte Gandalf darf das Schlusswort halten von Maruti Gaming. Wer ist denn das? Denn bist du. Du bist der Einzige mit so einem langen Bart. Alter, ich hab doch alles gesagt. Mann, du sollst da nur Tschüss sagen. Ich sag Tschüss. Schönes Zockerwochenende. Ab heute gibt's das neue COD. Gönnt euch. Schönes Wochenende. Bis denn. Schlechtes Wetter soll's werden. Zocken. Tschüss. Also, tschüss. Tschüss. One Burst. Der Community Talk. Der Talk von TMA eSport. Von der Community für die Community. Knallharte Recherchen und eiskalt gestellte Fragen. Themen, die bewegen, und die neuesten News der Szene. Die Welt des E-Sports. Nur bei One Burst.